danke, Tilo. War schön, dich jetzt mal wiederzusehen. Nach so langer Zeit in real und auch mal schön, wieder Menschen zu sehen und nicht vor einem Zoom irgendwas von Transformation zu erzählen, sondern tatsächlich in der direkten Interaktion. Vielleicht trotzdem noch zwei Sätze zu mir, jetzt gar keine Vita oder sonst was, sondern ich würde gern sagen, was mich antreibt, weil ich glaube, das ist immer das Entscheidende für Veränderungsprozesse. Es braucht Menschen, die einen Willen haben, etwas zu verändern. Und mich persönlich treibt Neugier an, Neugier auf Menschen, aber auch Neugier auf eine Zukunft und das nicht nur im Negativen gedacht, so wie die Weltlage gerade ist, sondern tatsächlich mit Blick auf eine wünschenswerte Zukunft. Und mich treibt Ungeduld an. Ich bin jetzt seit 13 Jahren im öffentlichen Dienst. Das ist meine dritte Stadtverwaltung, in der ich arbeite. Und dieses System ist zu langsam. Und wenn wir den Herausforderungen, vor denen wir stehen, begegnen wollen, dann müsste da richtig was passieren. Und da brauchen wir Tempo. Und das geht mit den alten Systemen nicht. Und das erfordert aber, und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, erfordert tatsächlich eine neue Form des Arbeitens, eine neue Form der Haltung. Und wir brauchen Tempo und nicht das, was wir sonst immer gelernt haben. Genau. Deshalb vielleicht einmal kurz zu den Ausgangspunkten dieses Vortrags. Ich habe lange überlegt, wie ich das Ganze aufbereite. Ich bin der festen Überzeugung, dass im Zeitalter der Disruption wir lernen müssen, wie Innovation geht. Und das meine ich nicht, oh, ich habe eine Idee und irgendwer hat mal eine gute Idee, sondern es muss strukturell verankert sein. Wir brauchen innovationsfördernde Strukturen. Wenn wir Partizipation ernst nehmen, verändern sich Programme, Personal, Publikum, Prozesse und Räume. Und das müssen wir lernen auszuhalten. Dann ist die Bühne etwas anderes, dann ist das Personal etwas anderes und das Publikum ist auch anders. Dann ist dann vielleicht nicht mehr das Publikum, was ich gewohnt bin zu sehen oder was ich normalerweise anspreche, hard to reach, immer dieser komische Begriff, sondern dann sind es andere Orte und andere Menschen, die kommen. Und das erfordert von uns einen fundamentalen Wechsel im System. Und das ist auch der Ansatz, über den ich heute mit euch sprechen möchte. Aber zunächst möchte ich mit euch über die ganzen Buzzwords mal so diesen ganzen Bereich hinter uns lassen, der uns immer so hemmt. Wir reden von Transformation, wir reden von Digitalität, Diversität, Nachhaltigkeit und all diese Schlagworte kommen auf uns und wir stehen da als Systeme und schlottern und sagen, wie können wir das nur ändern? Weil das kriegen wir ja gar nicht hin. Mit den Menschen kriege ich das nicht hin, die da arbeiten. Das kriege ich überhaupt nicht in meinen Strukturen hin. Und die Gesetzeslage, oh mein Gott, Personalrecht, das geht alles nicht. Lassen wir das einfach mal hinter uns. Und ich würde gerne, und wir haben ja ungefähr, habe ich jetzt noch, ich glaube, fast eine halbe Stunde, danach würde ich gerne auch mit euch in den Diskurs darüber einsteigen. An einzelnen Beispielen bei uns aus dem Betrieb möchte ich kurz mal aufzeigen, wie wir da rangehen. Und dann sage ich ohne Gewehr, so das heißt, ich kann euch nicht sagen, ob das funktioniert, ich bin seit 3 Jahren da, das kann auch noch massiv in die Hose gehen, aber auch das muss man lernen auszuhalten. Deswegen lassen wir mal diese ganzen Buzzwords-Begriff hinter uns und gehen mal dahin, wo es vielleicht auch einfach wehtut, nämlich die Mühen der Ebene, weil das ist das, was wirklich hart ist. Also, lasst uns das mal ein bisschen zu entzaubern. Ihr kennt das, oder? Volle Seele, die wir mal hatten. Und ich sag mal so, 300 ist das neue 1000, ne? Ich glaube, vor der Herausforderung stehen wir jetzt alle. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Es hat sich etwas verschoben. Und ich fange jetzt noch mal einmal einen Schritt zurück, damit ihr ein Gefühl für meine Organisation bekommt. Das Kulturforum Witten ist als Anstalt des öffentlichen Rechts ein klassisches Kulturamt, was ausgelagert wurde. Witten ist eine Stadt mit unter 100.000 Einwohnern, ich sag mal so am Rande des Ruhrgebiets, also ich sag mal eine Kleinstadt mit urbanem Flair, aber ganz klar lokal orientiert, eine klassische kulturelle Infrastruktur mit einem System und dann komme ich wieder auf das Systemische, der 1930er Jahre. Max Weber, Industriemoderne, wir arbeiten behördlich. Das sind die Tools, mit denen wir arbeiten, mit so kleinen Feinheiten. Wir kennen das seit den 90ern. Die DOPEC ist irgendwann mal eingeführt worden und natürlich ist alles mal Richtung Effizienz versucht worden zu trimmen. Aber vom Prinzip mit dem Mindset der 1930er Jahre. Das ist das, wie unsere Behörden, wie unser öffentlicher Sektor strukturiert ist. Ich spitze gerade sehr polemisch zu. Da werden wir Verwaltungsrechtler und Leute aus der Verwaltung vielleicht auch widersprechen. Aber ich glaube, wenn wir uns die großen Themen angucken, allein das Digitale, scheitert immer an Kleinigkeiten und das ist ganz klar verwaltungsrechtlich oder verwaltungsmäßig begründet. Wie lässt sich das also ändern? Ich werde heute über den Saalbau sprechen. Der Saalbau ist auch Teil
unseres Kulturamtes, nenne ich es mal. Wir sind ein Amt, auch wenn es als Anstalt outgesourced wurde. Das ist so ein klassisches Spieltheater der 1970er Jahre. Stadthalle, wie es, glaube ich, über 100 Städte schon haben. Also wirklich so ein ganz klassischer Betrieb. Da läuft Feuerwehrmann Sam als Puppen, aber auch ein bisschen Theater, mal eine Philharmonie, also so die ganze Bandbreite unseres kulturellen Verständnisses. Und dieser Ort sieht jetzt so aus. Der sieht nicht mehr so aus wie hier, sondern der sieht jetzt so aus. Und wir müssen uns überlegen, wie wir mit so einem monofunktionalen Ort, den ich eine baukulturelle Schönheit finde, den ich als Möglichkeitsraum empfinde, wie wir den transformieren können. Und wie kann man da rangehen? Das war ich habe so eine Liste mit Fragen gekriegt in Vorbereitung dazu. Und das fand ich sehr interessant. Worum geht es eigentlich? Ich würde es mal unter Meaning Making zusammenfassen. Man kann auch Sinnstiftung sagen. Wie schaffen wir, und dann nehme ich jetzt doch wieder ein Buzzword leider, die Transformation eines solchen Ortes. Und da spielt meiner Ansicht nach Gestalt, also Wirksamkeit und Gestaltungsfreiheit eine große Rolle. Wenn wir wollen, dass sich in den Systemen etwas ändert, dass sie eben nicht hierarchisch nach oben berichten, in der klassischen Matrix-Organisation, du hast die Abteilungsleiter, oben steht irgendwer, ein Kulturamtsleiter, ein Vorstand oder sonst wie. Wenn wir wollen, dass sich in der Breite in so einem solchen Betrieb die Arbeitsweisen, aber auch die Haltung dahinter verändert, und da komme ich gleich noch zu, dann ist Sinnstiftung extrem wichtig. Wir haben ja irgendwann gelernt, unser Leben in Arbeit und Freizeit zu unterteilen. Und ich finde das immer noch extrem wichtig und richtig, dass es einen Freizeitrahmen gibt. Wir wollen es ja nicht in diese prekäre Situation bringen, wo wir uns einfach nur totarbeiten. Aber ich glaube, wir müssen für uns nochmal hinterfragen, kann Arbeit nicht auch etwas sein, wo ich gerne hingehe? Das machen, glaube ich, viele von uns sind Überzeugungstäter. Aber wenn ich mir viele Verwaltungsstrukturen angucke, glaube ich, und das ist auch unser Ansatz zu sagen, wir haben 120 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, eigentlich sollte jeder gern zur Arbeit kommen. Ob er es dann tut, ist eine andere Frage, aber der Rahmen dafür muss stimmen. Und jetzt gehen wir einmal zurück wieder zum Saalbau. Eine Grundvoraussetzung, um überhaupt einen Wandel gestalten zu können, ist Commitment. Und Commitment, ich sage bewusst den englischen Begriff, weil ich finde, er trifft das so gut. Wie bekomme ich ein Commitment hin? Nicht ein Commitment für einen Betrieb, in dem ich über das Äußerste hinausgehe, sondern ein Commitment für einen Ort und ein Commitment für eine Sache. Und dann kommen wir wieder zu unserem schönen Saalbau. Er sieht immer sehr traurig aus, wenn er da so steht mit seinem Kunstwerk. Er hat ein Beck, tolles Kunstwerk, funktioniert leider nicht, weil die Lampen kaputt sind und irgendwie das Wasser da irgendwie schon in den 70ern wieder abgestellt wurde. Vorne der Eingang, oh Gott, kommt man gar nicht mehr rein. Und die Wittner würden sagen, dass der Saalbau ist alles aber sexy. So. Also ich gehe da hin, um Feuerwehrmann Sam zu gucken, oder ich gucke mir da bestimmt mal unser Abo-Programm, wo auch noch 3 Leute kommen. Aber es ist kein Ort, an dem ich mich wohlfühle, es ist auch kein Ort, an den ich glaube. Was haben wir gemacht 2021, beziehungsweise haben schon 2020 damit angefangen? Wir haben überlegt, wie können wir diesen Ort verändern, auf mehreren Ebenen. Das eine ist das Räumliche. Das ist ganz entscheidend. Die räumliche Dimension wird immer vergessen. Wo kann ich mich hinsetzen? Wo ist es eine Willkommenskultur da? Wie sind die Räume strukturiert? Was kann ich da überhaupt machen? Wie zugänglich sind sie? Dieser Saal, in den 70er Jahren geplant und gebaut, war damals urdemokratisch gedacht, funktioniert aber nicht mehr für die Zeit von heute. Das war die Frage, wie gehen wir daran? Das Innen zu ändern ist verdammt schwierig, also haben wir uns von außen dem Ganzen genähert. Und jetzt zeige ich ein Lieblingsbild, das sind die Kollegen des Saalbaus, die gemeinsam mit uns in einer szenografischen Intervention einen Garten gepflanzt haben. Das haben wir zusammen als Team gemacht. Und wir haben aber parallel Künstlerinnen und Künstlern und Szenografen gebeten, dort eine Bürgerbühne zu bauen in Zeiten von Corona. Drinnen konnte nichts stattfinden, also gehen wir raus. Warum eine Bürgerbühne? Ja, natürlich, damit auch die Tango-Gruppen dienstags dort tanzen können. Wir hatten kein Programm, wir hatten nur einen Ort, den wir verändert haben. Der sah dann hinterher so aus. Wir haben mit Blick auf Nachhaltigkeit klimaresilient bepflanzt, die auch jetzt noch da stehen. Das war keine temporäre Intervention. Wir haben aber mit den alten Mitteln gearbeitet, haben eine kleine Bühne gebaut, 2 Container hingestellt. Man muss sagen, unser Gesamtbudget für den Gesamtbetrieb inklusive Bibliothek, Museum, Musikschule und allem ist 5 Millionen. Also wir reden hier von einem ganz kleinen Budget von gerade mal 25.000 Euro, die wir nur für diesen Vorplatz hatten. Damit haben wir das so umgesetzt. Und was ist entstanden? Es ist ein Ort entstanden in Pandemiezeiten, der gebaut, bepflanzt von uns händisch als Team umgesetzt wurde. Und der sah hinterher so aus.
Das Schöne daran war, wir hatten kein Programm, aber nach 4 Wochen hatten wir eins, weil uns die Leute die Bude eingerannt haben. Von der Tango-Gruppe über DJs, die nirgendwo auflegen konnten, hin zu Theatergruppen, haben wir gesagt, wir öffnen das. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Da trifft eine Institution, und ich glaube, die Elbphilharmonie wird das kennen, es gibt CTs, Technikchecks, und es gibt Brandschutz und Sicherheit und Wertenschlüssel, wofür. Also ne, dieses ganze Komplex trifft plötzlich auf eine, plötzlich wird man überrannt und muss damit irgendwie umgehen. Ja, und das muss man als Institution lernen, und das war hart. Und was braucht es dafür? Vertrauen. Eine der wichtigsten Eigenschaften, Vertrauen in Menschen. Und da möchte ich jetzt ein Bild zeigen. Es hat sich dann bei uns ein Künstlerkollektiv gemeldet, Heimlich Laut, die sich extra dafür kurzfristig gegründet hatten. Und diese wunderschönen Menschen trafen auf uns. Und den ganzen Sommer lang haben die gesagt, wir übernehmen diesen Ort und wir steuern diesen Ort für euch. Die haben die Bar aufgeschlossen, haben Getränke rausgegeben. Die haben sich verantwortlich gefühlt für diesen Platz, gemeinsam mit dem Team. Und das war ein extrem harter Prozess, weil dann, und ich jeden Kollegen, den ich jetzt mit Namen benenne, habe ich vorher um Genehmigung gefragt, das sage ich jetzt nochmal sehr bewusst. Und da ist mein Kollege Lutz, den ich unglaublich schätze, der bei uns für Sicherheit zuständig ist, der den Veranstaltungstechnikbereich hat und seit 20 Jahren da ist. Der hat gesagt, Jasmin, das geht so nicht, die kommen ständig an zu Uhrzeiten. Plötzlich wollen die einen Schlüssel für unser Gebäude haben und wir müssen in den Keller. Die kann ich doch nicht in den Keller lassen. Was ist, wenn die da Bier trinken? Hat er recht, natürlich. Ja, wie lösen wir das? Das war hart. Aber es war eine unglaublich tolle Lernerfahrung für uns, weil sie uns gezeigt hat, wo es noch hakt. Was braucht es da bei uns im System? Das ist jetzt die Innenperspektive auf diesen Sommer. Die Außenperspektive ist, dass diese Gruppe gesagt hat, Mensch, wir müssen das nach außen tragen. Und wir haben angefangen, wir sind in die Innenstadt gegangen. Die haben gesagt, pass auf, wir machen auch wieder eine Intervention. Wir nehmen den Vorplatz und bringen ihn in die Innenstadt und haben angefangen, Stadtmöbel zu bauen, um ins Gespräch zu kommen. Mit Blick auf die Pandemie, was hat uns gefehlt? Gespräche. Ich sage es offen, Theater hat mir nicht gefehlt, aber es hat mir gefehlt, Menschen zu treffen, in einem Kontext zu sein, mich verbunden zu fühlen. Also sind wir dann vom Saalbau sind wir weiter in die Innenstadt gegangen, die auch halb tot ist und die Trauerglocke hängt über alle, Innenstädte sind tot, niemand kauft mehr ein. Ja, dann sprechen wir halt miteinander und machen es vielleicht anders. Aber das erfordert etwas und das ist etwas, wofür unser System nicht gemacht hat. Risk-taking. Im öffentlichen Sektor sind Risiken nicht erwünscht. Wir haben ein unglaublich enges Korsett, in dem wir uns bewegen. Wie gehen wir damit um und wie können wir diese Risiken nehmen? Dieser Sommer hat uns gezeigt, erstmal, und das hat dem gesamten Team gezeigt, im Saalbau arbeiten ungefähr 20 bis 25 Kolleginnen und Kollegen, hat gezeigt, es kann nichts passieren. Ja, du musst bei Brandschutz aufpassen. Ja, du musst bei Sicherheit aufpassen. Vergaben würde ich auch genau hingucken. Aber inhaltlich kann es nichts passieren. Ganz ehrlich, wegen Scheißinhalt ist noch selten jemand gekündigt worden, habe ich selten erlebt. Und wie viele schlechte Aufführungen man schon gesehen hat, wie viele schlechte Ausstellungen. Ich wüsste nicht, dass deswegen ein Museumsdirektor mal gekündigt würde. Das sind eher andere Sachen, weswegen man seinen Job verliert. Und das befreit aber auch. Und deshalb möchte ich jetzt an einem zweiten Baustein innerhalb dieses Saalbaus beschreiben. Wir sind von außen dann hinterher im nächsten Schritt nach innen gegangen. Wir haben den Vorplatz geöffnet. Die Wittner und Wittnerinnen hatten einen Ort, den sie ganz anders wahrgenommen haben. Wir haben viel wiedergespiegelt bekommen aus der Stadtgesellschaft, aus der Verwaltung. Wow, bei euch passiert was? Was ist denn da los? Mensch, ich war den ganzen Sommer, war ich fast jeden Tag da. Konnte ich mal ein Bierchen trinken, habe mal einen DJ aufgelegt. Es war ganz niedrigschwellig, aber es war plötzlich ein Ort geworden, an dem sich alle trafen. Natürlich immer mit Blick auf Pandemie, das traf gut zusammen. Aber das war auch unsere Antwort darauf. Das Ganze muss aber auch strategisch sein. Also nähern wir uns jetzt dem Innen. Und innen war die Frage, oh mein Gott, dieser Saal. Wir haben einen wunderschönen Saal, den kann man natürlich nicht mit der Elbphilharmonie vergleichen. Aber als der damals in den 70er Jahren gebaut wurde, hat man aus Japan einen Hörspezialisten einfliegen lassen, um mit 900 Sitzplätzen einen perfekten Saal für Theater zu bauen. Aber dieser Saal ist viel zu groß für die Stadt. So, das heißt, das hat man alles viel zu überdimensioniert geplant. Heute kriegt man maximal 400 Leute und das auch schon vor Corona. Also selten war das mal wirklich komplett ausverkauft. Aber die Stadt hatte damals Größe in den 70ern, Ruhrgebiet. Da Krise war schon ein bisschen da, aber noch nicht wirklich. Und jetzt hast du diesen Saal und denkst, oh je, was machen wir jetzt damit? Denn kannst du den nicht? So, wir müssen uns überlegen, was machen wir mit den anderen Räumen, die da sind. Und da spielt der Begriff, und dann kommen wir wieder zum Buzzword, Digitalität eine Rolle. Wir haben gesagt, okay,
Wir müssen uns überlegen als Bespieltheater, wir sind eine Hülle, wir haben kein anderes Ensemble. Wir haben uns entschieden, wir wollen selber Produktionsort werden. Aber nicht für ein Ensemble, maximal vielleicht für ein Bürgerensemble, da komme ich gleich drauf, sondern für Digitales. Und haben, Gott sei Dank, konnten damit das Ministerium überzeugen, uns Geld zu geben für ein Digitallabor. Und in der alten Mitarbeiterkantine, die nicht mehr genutzt wird, ist jetzt dieser Ort entstanden. Ein Produktionsort, an dem wir anfangen, an dieser Schnittstelle zwischen Theater, digitaler Kultur, Musik und ich würde mal sagen, alle anderen Sparten in gewisser Weise auch mitgedacht, zu produzieren. Das ist ein Experimentierort geworden. Das, was wir auf der Bühne der, ich sag mal, den Wittner und Wittnerinnen geöffnet haben, ist jetzt für uns im Team ein Experimentierort dort geworden. Ich zeige da mal ein paar Bilder und dann kommen wir, sieht alles nett aus, und dann kommen wir auch wieder zu den Schmerzen. Wir haben dort eingebaut, also da muss ich sagen, unsere Techniker sind von Anfang an mitgenommen worden, die haben uns da eine riesige Liste, das Ding hat mir selbst große Produktionsschule berichtet, haben wir richtig gemacht im Antrag, das Ding so auszustatten. Was machen wir damit? Zunächst war es gedacht erstmal für uns, für die Contentproduktion, so das heißt von Podcast über zu, wie lassen sich nochmal andere digitale Formate im Theatralen entwickeln. Das war aber alles noch sehr schnullibulli, man schreibt sowas in den Antrag rein und hofft, dass dann irgendwas passiert. Und dann kommen wir zu den Schmerzen. Sie sehen diese ganz tolle Wand da oben. Wir haben gedacht, wow, es wäre doch super, wenn wir den Bereich Nachhaltigkeit irgendwie dann noch mit einbauen. Das ist eine Pilzwand, das ist eine Akustikwand, die aus Pilzmaterialien entwickelt wurde. Ist auch ein Experiment. Führt aber dazu, dass das Experiment nicht funktioniert. Führt dazu, dass der Techniker sagt, das geht aber so nicht. Jetzt haben wir da so eine Akustikwand, hätten wir mal lieber das alte genommen. Und schon sind wir im Konflikt drin. Der Designer sagt, oh nein, aber diese Wand ist super. Ich sage auch, finde ich ganz toll. Natürlich nachwachsendes Material. Aber schon sind wir im Konflikt. Und dann merken wir genau, wo diese Schmerzpunkte sind. In diesem System, und das ist auch richtig so. Und Basti, der Techniker, hat vollkommen recht, sagt Jasmin, das ist aber nicht gut gearbeitet. Natürlich ist das nicht gut gearbeitet, weil es noch nicht marktreif ist. Also, wie führen wir diesen Ort ein? Und das hat was mit Beziehungen zu tun. Und dafür braucht es Menschen im System. Und das ist dann wiederum etwas Strukturelles, Systematisches. Und jetzt muss ich dieses Bild einmal zeigen. Das sind drei Menschen aus diesem System. Einmal Alissa. Alissa hat bei uns 2021 im Januar angefangen als Managerin für digitale Transformation. Riesiger Begriff, aber Alissa ist diese Schnittstelle zwischen dem Innen und dem Außen. Sie begleitet diese Prozesse. Sie hat komplette Gestaltungsfreiheit, auch dann sich einfach mal zum Kaffee zu treffen, weil das ist das Entscheidende. Zu sagen, ich treffe mich auf dem Kaffee mit dem Techniker und wir besprechen das miteinander und nicht zu sagen, ich schreibe einen Check Technik oder ich schreibe wieder irgendeine E-Mail, die am Ende aber die Frage, die Basti hat, nicht lösen wird, sondern das muss im Aushandlungsprozess passieren. Da haben wir auf der anderen Seite Freddy. Freddy ist bei uns, das war eine Lernerfahrung, die wir aus dem Sommer hatten, ist bei uns zuständig für den gesamten Bereich dieser neuen Formate und der Netzwerke. Es braucht einen Ansprechpartner auf der anderen Seite, der wiederum ins Haus und in die Teams rein kommuniziert. Es braucht diese Freischwinger und das bedeutet Beziehungsarbeit. Es braucht Menschen für Beziehungsarbeit in den Systemen. Das bedeutet aber auch Verantwortlichkeit. Wer fühlt sich für was verantwortlich? Und wer ist im Zweifel auch bereit, seinen Kopf hinzuhalten? Und das muss immer nach oben gehen. Das geht nicht auf dem Level, das geht nach oben. Und wenn das scheitert, dann scheitert das und das muss man lernen auszuhalten und gegebenenfalls auch Konsequenzen ziehen. Aber Verantwortlichkeit ist nicht nur das Schlimme, oh mein Gott, es scheitert, sondern Verantwortlichkeit heißt auch eine inhaltliche Verantwortlichkeit. Und wir hatten jetzt dieses tolle Digitallabor, ich habe ein bisschen die Uhr im Blick, dieses wunderbare Digitallabor und jetzt ist die Frage, ja und wie leben wir das Ganze jetzt an? Und aus dem Netzwerk heraus, das wir uns 2021 aufgebaut haben, haben wir Chris kennengelernt. Chris, junger Typ, hat eigentlich Kindermedizin studiert, macht auch nächstes Jahr wieder seine, hat jetzt gesagt, das reicht mir jetzt, ich mache jetzt Promotion, ist auch gut. Chris, unglaublich gut vernetzter, digitaler Produzent, der meiner Ansicht nach eine unglaubliche Stärke darin hatte, an dieser Schnittstelle zwischen populärer digitaler Kultur
Kunst und Menschen zu agieren. Und der hat im letzten Jahr das gesamte Digitallabor immer wieder angelebt. Der war immer donnerstags da, hat mit den Technikern gesprochen, hat mit den Freien gesprochen, hat mit Künstler und Künstlerinnen gesprochen und war immer so dieses Bindeglied für diesen Ort. Der hat sich für diesen Ort verantwortlich gefühlt und hat zum Glück ein technisches Verständnis, ein inhaltliches Verständnis und er hat einfach diese Kommunikation beherrscht. Das war jetzt Glück. So jemand findest du nicht einfach so. Den haben wir aber im Netzwerk kennengelernt. Und der hat dieses Digitallabor angelebt. Daraus ist ein Programm entstanden, was jetzt bei uns als digitale Sparte für ein Bespieltheater, was sonst kein Geld hat, was immer seinen Feuerwehrmann Sam darunter rockt, haben wir eine digitale Sparte an den Start gebracht. Mit einer VR-Ausstellung, mit einem sehr interessanten Künstlerduo, mit Podcast, mit Livestreaming und einem Live-Talkshow-Format, was sowohl auf der Bühne als auch im Digitallabor stattfindet. Ohne Chris wäre das nicht möglich gewesen. Chris hätten wir ohne das Netzwerk nicht kennengelernt, aber hätten wir Alissa nicht, die auch immer sich donnerstags für einen Tag mit Chris trifft, würde das auch nicht funktionieren. Also das sind so diese Komponenten, weil die Frage war ja, was sind Voraussetzungen und Maßnahmen? Das ist wichtig. Es braucht strukturelle Entscheidungen, es braucht aber auch das Netzwerk drumherum, was dann auch wieder bereit ist, sich dafür zu engagieren. Und das braucht wiederum Commitment. Das heißt aber für uns eine Neubewertung des Erfolges. Was ist denn Erfolg? Sind das 1000 oder sind das 300? Die Frage stelle ich jetzt an Sie oder an euch. Ich sage jetzt erstmal 300. Weil wenn, ob da jetzt 1000 Leute sitzen und sich was angucken, ist gut für die Ticketeinnahmen. Aber was bewegt es wirklich? Und in einem Zeitalter der Disruption bin ich der Überzeugung, dass Kultur eine ganz andere Aufgabe zukommt, als lediglich zu bespaßen. Sondern meiner Ansicht nach ist sie die Transferstelle, um Wandel lebbar zu machen. Denn was haben wir? Wir haben die Mittel der künstlerischen Praxis. Und damit können wir Welten erfahrbar machen, die woanders, in anderen Bereichen so nicht erfahrbar sind. Und da kommt uns eine Aufgabe zu. Das heißt aber auch, dass wir unsere Messkriterien verändern müssen. Und jetzt komme ich zur dritten Geschichte. Das ist Beata. Beata Nagy. Beata ist in der Projektfabrik und mit Beata haben wir ein Programm an den Start gebracht, das nennt sich Ensemble X. Wir haben gesagt, okay, wir wollen Produktionsort werden. Das Digitallabor ist ein Ort. Wir werden zukünftig dort digitale Formate produzieren. Ich muss noch einmal zurückgehen. Wir haben jetzt erst vor kurzem einen Förderbewilligungsbescheid bekommen für unser Fellowship für urbane Digitalkultur. Deswegen springe ich hier noch einmal zurück, sorry, das ist, glaube ich, nochmal wichtig. Dort werden ab nächstes Jahr 2 Jahre lang junge Menschen im Alter zwischen 20 und 30 hoffentlich die Chance kriegen, 4 Stück, die zu uns kommen, die nach Witten ziehen, dort zu produzieren. Und es ist entscheidend, dass sie etwas zu sagen haben, nicht, dass sie eine Kunstausbildung haben. Das können Aktivistinnen sein, das können Influencer sein, das kann aber auch ein E-Sportler sein, finde ich unglaublich spannend. Das mal auf die Bühne zu bringen, mega. Aber da wirklich zu gucken, mit Blick auf Digitales zu sagen, das leben wir jetzt an und für die nächsten 2 Jahre werden 4 junge Menschen das Ganze übernehmen und dann sind wir wieder bei Commitment, Trust und Responsibility. Genau, Reassessment of Success. Beata. Kommen wir zu Beata. Ensemble X, wir haben überlegt, okay, wir haben einen Produktionsort im Digitallabor, aber wir haben noch diesen großen Saal. Was ist dieser große Saal eigentlich in Zukunft? Aber wir haben kein Ensemble. Aber wer sagt denn, dass ein Ensemble professionell sein muss? Wer sagt das? Können nicht auch Bürgerensemble sein? Also haben wir einfach mal Ensemble X gegründet. Das ist ein Ensemble, was, ich glaube, gegründet hat letztes Jahr. Und es waren in dem Zeitraum, ich glaube, ungefähr so 20, 30. Und was interessant war, dort sind Laien auf Profis getroffen. Und da haben wir eine Aufführung gemacht, also beziehungsweise einen Abend hat Ensemble X gestaltet mit unterschiedlichen Interventionen. Und ich werde dort einen kurzen beschreiben, und das war mega interessant, die professionelle Balletttänzerin und der Caipoeira-Tänzer, der das nur als Laie macht. Und die beiden haben auf der Bühne ausgehandelt. Und plötzlich waren wir in einer Thematik, die wir gar nicht besprechen wollten, drin. Nämlich Macht. Warum ist die Ballerina immer oben und der Caipoeira-Tänzer immer unten? Ist das eine die westliche Kultur? Was ist denn eigentlich die andere Kultur? Und automatisch waren wir in einem Diskurs drin, der auf der Bühne ausgehandelt wurde zwischen einem Profi und einem Laien. Und auch aus diesen Prozessen haben wir viel gelernt. Und dieses Ensemble X wird jetzt übernächste Woche, genau, haben wir das Ganze weitergedacht und haben es ins Digitale überführt mit journalistischen Mitteln und haben gemeinsam mit Korrektiv tatsächlich befragt,
was sind Themen, die wir auf die Bühne bringen wollen, und haben das über die, oh, jetzt hake ich, über die Plattform BRB, glaube ich, heißt die, haben wir eine Umfrage gestartet. Und auf der Basis ist dann das Programm, was dann hinterher von diesem Laien-Ensemble auf die Bühne gebracht wird, abgefragt worden. Welches Thema wollen wir denn überhaupt verhandeln? Was ist uns in Witten wichtig? Das haben wir dann zusammen mit Korrektiv gemacht, und das war ein unglaublich interessanter Prozess, wie wir Prinzipien des Journalismus auf das Theater übertragen können mit digitalen Mitteln. Und das ist aber nur entstanden, weil wir für uns Erfolg neu bewertet haben. So, der Erfolg bei Ensemble X war nämlich nicht, dass da 1000 Leute reingerannt sind und ein Ticket gekauft haben, sondern der Erfolg war das, was auf der Bühne passiert ist und die Menschen, die mit uns interagiert haben. Und jetzt möchte ich wieder in die Innenperspektive kommen. Das wäre ohne Beata nicht möglich gewesen. Aber auch da treffen wieder zwei Systeme aufeinander. Da trifft dann die Projektfabrik, die im, ich sag mal, soziokulturellen Theater angedockt ist mit anderen Arbeitsweisen und Haltungen, auf unser Team. Und jede Haltung hat ja ihre Berechtigung. Und dann kommen wir zum Storytelling. Jeder Mitarbeiter hat ein eigenes Storytelling für sich. Ob das wahrnehmbar ist oder nicht, spielt am Ende erstmal keine Rolle. Für den einen ist die Erzählung, ich bin ein Controller, ich muss die Zahlen glatt ziehen. Bei mir geht es um Sparen, weil wir sind eine Kommune, die kein Geld hat. Diese Perspektive ist meiner Ansicht nach korrekt. Aber sie trifft auf die Perspektive des Museumsleiters oder auf die Perspektive des Veranstaltungstechnikers. Und all diese Perspektiven und Storys treffen aufeinander. Und wie gestalten wir in Zukunft dieses Storytelling miteinander? Und wie können wir auch das adressieren und sichtbar machen? Und da möchte ich noch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Und zwar, ja, Star Wars geht bei uns natürlich auch, die Geschichte von Steffi. Steffi arbeitet in der Bibliothek. Steffis Leidenschaft ist Star Wars und auch noch ganz viele andere Sachen. Und im Zuge unserer Experimente, wir haben bei uns, und deswegen, ich habe gar nicht so viel zu Agil erzählt, weil ich glaube, das können Sie im Managementbuch nachlesen. Wir haben natürlich im Vorfeld Workshops gemacht, Design Thinking und was es nicht alles gibt. Das sind alles Methoden, die bei uns auf den Betrieb einwirken. Aber ich glaube, es ist entscheidend, was dabei rauskommt. Und Steffi hat dann irgendwann gesagt, als einen dieser Experimente, ich möchte gerne mal dieses Thema der Star Wars Community aufgreifen, weil ich glaube, das ist eine sehr wertvolle Community für uns. Und die Bibliotheksmitarbeiterin, die mit dem Betrieb erstmal nichts zu tun hat, hat ein Projekt entwickelt und gemeinsam mit dem Team bei uns im Saalbau nach vorne gebracht. Und das war brechend voll, natürlich war es voll, Star Wars. Es hat funktioniert, und es hat aber auch für sie funktioniert, weil das war ihre Leidenschaft. Und davon bin ich übrigens auch überzeugt. Wenn wir etwas gerne tun, tun wir es gut. Und das ist etwas, was es gilt, als Betrieb zu strukturalisieren. Das ist wie beim Fußball. Und das ist die Aufgabe der Führungskraft. Wer ist wo gut? Der eine spielt auf links außen, ist aber viel besser rechts außen. Dann stellt sie nach rechts außen natürlich. Das ist im öffentlichen System nicht immer ganz so einfach, aber es geht. Und ich glaube, das hat dann auch ganz viel mit Leadership zu tun, aber eben nicht nur mit Leadership, sondern auch mit Übersetzungsleistung, Translation. Und da möchte ich wieder auf Alissa zukommen. Alissa in das System zu bringen, war der erste Schritt und der erste Punkt, weil sie die Gestaltungsfreiheit hatte. Sie hat von vornherein alles bekommen, was sie brauchte. Und so konnte sie rein in den Betrieb gehen und überhaupt erstmal als Netzwerkknotenpunkt eine Netzwerkstruktur aufbauen. Denn davon bin ich überzeugt. Wir müssen lernen, in Netzwerken zu denken und zu handeln. Und wir können bestimmt gerne, und das mache ich auch gerne im Nachgang, noch über Methoden sprechen und Workshops und Feedbackkulturen und Learning in the Flow und alles, was man aus der Wirtschaft kennt, Innovation Labs und ich weiß nicht was alles. Aber wir kommen um eine Sache nicht herum, und das ist Vorstellungskraft. Wenn wir als Führungskräfte keine Vorstellungskraft davon haben, was Orte, Menschen und Städte sein können, dann glaube ich, kann ein Wandel nicht gelingen. Und das ist etwas, was man lernen muss. Man muss in einen Raum gehen können und sich vorstellen können, was das sein könnte. Und man muss Menschen anschauen können und nicht, was sie sind, sondern was sie sein könnten. Potenziale entdecken und entwickeln. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, da möchte ich dann vielleicht auch fast schließen. Das muss man lernen und das muss in die Systeme rein. Ich hatte eigentlich gedacht, ich würde noch mehr Negatives erzählen, und zwar mit Blick auf die Schmerzen, aber wir sind ja gleich auch noch auf dem Podium und es sollen ja auch noch Fragen gestellt werden, wir haben gleich Viertel nach. Ich berichte auch gerne über die Schmerzen, die das bedeutet.
Denn Vorstellungskraft bedeutet immer eine Sache, dass man keinen Panzer um sich hat. Und was wir gelernt haben in unserem System, ist, sich immer wieder eine Schicht umzulegen, um sich nicht angreifbar zu machen. Aber jetzt müssen wir lernen, uns immer wieder selbst, unsere Sichtweisen, uns selber auch als Personen und unsere Konzepte, Ideen und auch unsere Kunst unter Umständen zur Disposition zu stellen. Und das ist hart. Und das ist, das geht ans Innerste selbst. Und da glaube ich, da habe ich auch selber noch Probleme mit, weil das natürlich einen selber auch immer hinterfragt, in dem, was man tut und in dem, wie man ist oder kommuniziert. Trotzdem, Vorstellungskraft ist meiner Ansicht nach das, was es braucht, um, dann sind wir beim Buzzword-Bingo, Transformation gestalten zu können. Genau. Herzlichen Dank, 13 nach, für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich freue mich jetzt auf den Diskurs, weil wir wollen ja sprechen und nicht einfach immer nur referieren. Ja. Sehr inspirierend. Vielen Dank, liebe Jasmin. Wie wichtig ist es gerade in diversen und selbstständig arbeitenden Teams, eine sehr konkrete Vorstellung davon zu haben, das sagst du ja gerade schon, und zu vereinbaren, wohin die Reise gehen soll? Oder ist das bereits zu einengend? Es geht ja auf den Imagination. Also das eine ist individuell, eine konkrete Vorstellung zu haben, aber dann zu vereinbaren, wohin die Reise gehen soll. Das ist ein Prozess. Und das ist ja auch genau dieser Aushandlungsprozess. Und das meine ich mit, dafür musst du Zeit einräumen. Wenn du die ganze Zeit von Meeting zu Meeting rennst, funktioniert dieser Aushandlungsprozess nicht. Und in solchen Systemen, das ist meine Erfahrung, die Richtlinie oder die Reise, wo es hingeht, das ist nichts, was du rein demokratisch entscheidest. Außer du machst daraus einen Prozess, das kannst du dann aber nicht im Betrieb entscheiden, sondern das musst du dann meiner Ansicht nach mit der Stadtgesellschaft entscheiden. Mhm. Das ist nichts, was aus dem Betrieb kommt. Innerhalb des Betriebes gibst du natürlich in gewisser Weise die Richtung vor. Wenn jetzt einer sagt, ganz ehrlich, ich möchte ganz zurück zum alten System, wir können das aber gerne mal agil probieren, würde man sagen, stopp. Ne, so. Das ist ein Aushandlungsprozess, bedeutet, und dann sind wir, glaube ich, wieder beim Stichwort Kollaboration, dass man nicht mit einer vorgefertigten Idee reingeht, aber mit einer Vorstellung davon, wie man zusammenarbeiten möchte. Und dann offen dafür ist, was aus dem Prozess heraus entwickelt wird. Und das kann dann natürlich auch etwas sein, was nicht so ist, wie man sich das selber unbedingt vorgestellt hat. Ja, ich stelle mir das gerade vor. Du als Führungskraft, du hast ja eine eigene Vision. Na klar. Und die muss zwischendurch hinten anstehen, um der Lernerfahrung auch zu dienen. Wie viel von dem Endprodukt, das du jetzt hast, deckt sich mit deiner eigenen, nicht nur Vorstellungskraft, sondern wirklich deiner persönlichen Vision, boah, da will ich die Organisation und auch visuell und auch künstlerisch, gestalterisch und so weiter das Ding hinbringen. Ja, maximal 20-30%. Echt krass. Und das musst du aber aushalten. Weil sonst, ja, also was passiert denn sonst? Sonst sagst du wieder, ah ja, schön, aber das habt ihr ja super gemacht, aber ich habe jetzt Designer XY, der macht das jetzt schick. Das ist ja kein Wandel, das ist ja dann wieder ein bisschen Pseudo. Ja gut, aber jetzt kommen wir an ganz dicke Bretter, weil jetzt stelle ich mir die ganzen Echo-Herren, muss ich jetzt mal sagen, sozusagen die Konzerthauschefs vor allem, gibt nicht so viele für Chefinnen vor, mit dieser Geisteshaltung das damit zu konfrontieren. Also gut, aber wir haben nachher den Diskurs, lass uns dann später in die Tiefe an der Stelle gehen. Oh, da würde ich jetzt gerne weitermachen. Nein, aber das lasst uns nachher wirklich alle gemeinsam besprechen, weil das sind ja wirklich, das diskutieren wir seit 14 Jahren. Ja, aber wenn wir Partizipation ernst nehmen, dann verändert sich das und dann sieht es anders aus. Also genau das ist es ja. Dann verändert sich auch das Publikum. Dann habe ich nicht die da sitzen, die 100 Euro bezahlen, sondern sind da vielleicht andere. Ja gut, aber hier sitzen fantastische MusikvermittlerInnen und andere Menschen, aber hier sitzen nicht so viele der CEOs im Raum. Natürlich nicht. Ja, also wie Sie... Ja, aber das ist genau das, das ist aber der Schmerzpunkt. Natürlich nicht. Also es muss ja bottom-up irgendwie gehen, aber auch von oben nach unten. Ja. Gut. Neue Führungskräfte braucht das Land. Okay, wir warten auf die nächste Generation. Gut, wir diskutieren da ja gleich weiter. Und FührungskräftInnen und so weiter und so fort. Deswegen bewusst neutrum. Ja, gut, also wir diskutieren da gleich weiter. Die nächste Frage von euch. Vertrauen in Menschen ist gut, aber ist am Ende auch die Verantwortung teilbar? Das ist ja oft der Grund für das Nein zum Experiment. Wie überwinden wir die Schuldzuweisungsangst? Also Failure Culture und dieses Ganze. Naja, und das ist Leadership. So am Ende, ich bin bereit, meinen Kopf hinzuhalten für die Fehler meiner Kollegin. Und das muss klar sein. Es ist klar, wenn ein Fehler passiert, dass nicht Mitarbeiter oder Mitarbeiterin XY dann in seine Ecke kriechen muss, sondern dann sind wir auch wieder bei Transparenz. Und das ist ja meine Erfahrung.
Wegen Fehlern verlierst du doch nicht deinen Job. Natürlich, es gibt, und das sind dann meistens nicht die Sachen, wo man dann denkt, dass es ist, sondern eine Fehlerkultur auch transparent zu machen. Nee, hat nicht funktioniert. Warum hat es nicht funktioniert? Das ist ja nicht die Frage so von wegen, du hast einen Fehler gemacht, was passiert, sondern zu klären, oh, es ist ein Fehler passiert, warum ist das passiert, wie machen wir es zukünftig vielleicht anders? Oder vielleicht braucht es diesen Fehler auch unbedingt, um eine Schwachstelle im System aufzuzeigen. Also ich würde es umdrehen, jeder Fehler ist gut und jeder Fehler, der sichtbar ist, ist gut. Bedeutet aber trotzdem auch für eine hierarchisch organisierte Organisation, was wir ja immer noch sind, dass natürlich die Führungskraft bereit sein muss, für diese Fehler auch gerade zu stehen. Und ich persönlich kann für mich sagen, dass ich das bin, weil ich davor auch keine Angst habe. Und das gehört für mich auch zur Leadership-Kompetenz dazu. Fehlerfreundlichkeit und dann dafür auch bereit zu sein, die Verantwortung zu übernehmen. Okay, kurzes Beispiel. Wo war das? Also weil die Pilzwand, in Gottes Namen, ja, die war in der Beta-Phase, die war noch nicht so toll und so. Ja, okay, das kann man ja verschmerzen, ja, also wenn da irgendwie kriegt. Aber wo war richtig ein Fehler, wo du gesagt hast, das tut jetzt erstens also richtig weh, weil du diesen Fehler gemacht hast und musstest dir selber den Schuh oder den Fehler einer anderen Person anziehen. Wo war es richtig schmerzhaft? Wir haben mal was vergeben, wir haben mal 50.000 Euro vergeben ohne Ausschreibung, das tat weh. Ja, aber sowas kann man schon auch stolpern. Also auch den Schuh loswerden. Ja. Aber auch da sage ich immer Begründung. So, und da muss man auch dazu sagen, ja, über Vergaben kannst du stolpern. Ich habe schon mehrere RPA-Prüfungen hinter mir. Auch da sitzen ja keine Unmenschen. Auch Dinge kann man begründen. Und unsere Struktur hilft uns tatsächlich auch noch ein bisschen. Wir sind als AOR in vielen Teilen freier. Aber ja, darüber kannst du stolpern. Aber ganz ehrlich, was wäre denn passiert, wenn die Person den Fehler, also wenn wir diesen Fehler einfach unter den Deckel gehalten hätten? Naja. Also irgendwann kommt es ja hoch. Also ja, dann lieber zu sagen, da ist was passiert. Das mache ich auch Richtung Politik. Politik werden immer Fehler auch kommuniziert. Natürlich, Verwaltungsrat, das hat nicht funktioniert aus folgenden Gründen. Und das wird dann nicht irgendwie, das wird transparent gestaltet. Wir leben ja in der Demokratie. Da müssen wir auch offen über Fehler sprechen im System, die passiert sind. Ja, passiert. Wer hat nicht schon mal eine falsche Ausschreibung gemacht? Kenne ich genug. Also und das sind Punkte, ja, das tat schon ein bisschen weh. Aber ich stehe ja noch hier. Gibt es noch irgendwas zum Thema, also du hast ja jetzt schon einiges zum Thema Digitalisierung gesagt. Wie wäre die Frage, die ich jetzt daran binden würde? Es scheint ja offensichtlich total wichtig zu sein dafür, wenn ich das mit dem Beziehungsmanagement nochmal nach vorne stellen darf, sich genau zu überlegen, was brauche ich für Leute, weil was will ich für Prozesse zu initiieren? Nicht nur die Frage der Qualität, wer ist mein bester Cutter und so oder Cutterin, sondern wirklich, also dieses Thema Beziehungsmanagement, kannst du das nochmal sagen? Das scheint ja offensichtlich ein Nukleus in deiner Organisation zu sein. Das ist vielleicht dann auch die letzte Frage und den Rest nachher in den Diskurs. Beziehung. Beziehungsmanagement, überhaupt die Qualität von Beziehungen in der Organisation scheint ja offensichtlich essentiell für dich zu sein. Beziehungen funktionieren auf Augenhöhe und sie müssen, also jedenfalls ist es meine Erfahrung, manchmal reicht auch einfach erstmal ins Gespräch zu gehen, ohne mit einem konkreten Ziel dahinter. Und aus dem Sprechen heraus, es hat sich bei vielen Projekten, also wir haben ja, ich wurde ja auch gefragt, was hat das monetär uns gebracht? So, das ist auch in gewisser Weise ein Geschäftsmodell. Allein im letzten Jahr haben wir unsere Förderquote, und das waren jetzt noch ausgerechnet, ich sag mal Neustadtmittel, von 250.000 auf fast 1 Million geboostet. Ja klar, das sind ja die Projekte, die daraus entstehen. Aus den Beziehungen entstehen ja dann Projekte aus den Gesprächen. Also das hatte auch eine finanzielle Komponente. Das war ja auch die Frage. Das wird sich, glaube ich, jetzt auch wieder ändern, weil es natürlich alles Fördermittel waren und mit der Trauerglocke, die jetzt über uns allen schwebt, wird auch das weniger werden. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass du erstmal frei mit Menschen ins Gespräch gehst. Und das haben wir in der Organisation an verschiedenen Stellen gelernt. Und aus der Basis sind dann Projekte entstanden. Wir haben gemeinsam, was wir immer brauchten tatsächlich, waren für die Projekte Förderkulissen. Das hat geholfen, anhand einer Förderkulisse zu sagen, ah, interessant, wir wissen, dass wenn wir uns jetzt hier weiter begeben, werden wir auch Geld unter Umständen dafür kriegen. Das war ein Anreiz. Sind extrem viele interessante Projekte entstanden. Darf ich das ganz kurz verstehen? Förderkulisse, wisst ihr wahrscheinlich viel besser, bedeutet, passt das, was wir uns hier jetzt gerade ausdenken, in irgendein Förderraster? Genau. Ist es das? Genau. Aha, okay. Zu wissen, dass das, was wir gemeinsam entwickeln, nicht einfach nur entwickelt wird und dann schwabert das irgendwie und irgendwann machen wir es, sondern immer zu wissen, das, was wir jetzt, die Zeit und die Mühen, die wir jetzt ineinander investieren, rechnet sich in einer Stadt, Haushaltssicherungskommune, also das brauche ich keinem erzählen, also Jahresbudget ist lächerlich. Das hat uns geholfen, da auch Zug reinzukriegen und dran zu bleiben. Das ist natürlich schon auch ein Anreiz.
Und daraus sind tolle Projekte entstanden. Wir können jetzt, wir haben noch nie Bundesförderung gekriegt, haben wir jetzt 2 oder 3 Mal bekommen. So, und das hat tatsächlich sehr stark geholfen. Krass. Aber alle diese Projekte, egal was es war, sind immer aus einem sehr unvoreingenommenen Gespräch entstanden. Und jetzt verändert ihr jetzt, letzte Frage, auch Förderanträge? Verändern sie sich jetzt auch durch, nicht Förderanträge, sondern Förderprinzipien, Strukturen, verändern die sich jetzt auch im nächsten Schritt durch euch? Das hoffe ich. Durch das, was ihr tut? Durch das, was wir tun, ja. Also wir werden oft angefragt jetzt schon von Stiftungen, von Fonds, von, auch vom Land, wie Förderkulissen gut wären, also was braucht es, aber auch im Rückkehrschluss auch nochmal, wir haben unsere Struktur auch angepasst. Also wir haben jetzt eine Person, die sich auf Förderanträge mit spezialisiert gerade, Stichwort Nachhaltigkeit, um zu gucken, dass wir da auch in Förderkulissen reingehen können. Also wieder zurück ins System gebracht, eine Person, die im Querschnitt das auch gemeinsam bearbeitet, damit sich das nicht so verliert und nicht immer so ein Kraftakt ist. Weil wovor man aufpassen muss, du darfst die Organisation nicht überfordern und du darfst die Menschen nicht überfordern. Mhm. In einer Stadt wie Witten reden wir von nicht den höchsten Entgeltgruppen. Mhm. Bei mir im Betrieb ist der Schnitt zwischen E6 und E10. Alle, die im öffentlichen Sektor sind, wissen, worum es geht. Aber was wir hingebekommen haben, ist, dass zum Beispiel Nähe 8 einen richtig guten Förderantrag schreibt. Wo sonst Entgeltgruppen, ich glaube, die meisten im System hier, also die meisten, die hier sitzen, wissen ungefähr, was das ungefähr heißt. Wer woanders in anderen Betrieben immer mindestens Nähe 11. So. Aber okay. Genug mit den ganzen Entgeltgruppen, ich komme aus der Verwaltung. Nee. Okay. Zu Leadership und Führungskräften und so weiter kommen wir gleich zurück im Diskurs. Tausend Dank, liebe Jasmin. Gerne.